Die drei Großmütterchen. Ein Märchen aus Schweden. Vor vielen, vielen Jahren lebten einmal ein Prinz und eine Prinzessin, die einander sehr, sehr liebten. Die junge Königstochter war sanft und schön. Alle, die sie kannten, liebten und verehrten sie. Die hübsche Prinzessin fand besonderen Gefallen an Lust und Spiel und gab offen zu, dass sie sich aus Handarbeiten und häuslichen Beschäftigungen nicht viel machte. Darüber ärgerte sich die alte Königin, die Mutter des Prinzen, und schalt oft auf die Königstochter ein. Sie sagte, »Meine Schwiegertochter muss zumindest so flink sein, wie ich es in meiner Jugend war.« Weil aber die Königstochter nicht darauf hörte, widersetzte sich die alte Königin auf jede Art und Weise der Heirat ihres Sohnes. Der aber wollte unbedingt die Prinzessin zur Frau und schlug darum vor, man solle seine Braut auf die Probe stellen. Dann könne man am besten erfahren, ob sie nicht vielleicht genauso flink in der Arbeit sei wie die Königin selbst. Alle staunten über den mutigen Vorschlag, denn die alte Königin schien unübertrefflich zu sein und spann und nähte und webte bei Tag und bei Nacht. Niemand kannte eine fleißigere Frau. Gleichwohl entschloss man sich, die Forderung des Prinzen gelten zu lassen und der Prinzessin dadurch die Möglichkeit zu geben, sich im Wettkampf mit der alten Königin zu messen. Man beschied die schöne Königstochter daher in das Frauengemach, das bis an die Decke mit Flachs gefüllt war. Diesen Flachs sollte die Prinzessin bis zum nächsten Morgen gesponnen haben. Wenn sie dabei versagte, dann verlor sie den geliebten Prinzen als zukünftigen Gemahl. So stand die bedauernswerte Jungfrau vor einer Aufgabe, die so schwer war, dass nicht einmal die fleißige alte Königin sie geschafft hätte. Man schloss die Tür hinter ihr zu und überließ sie ihrem Schicksal. Was sollte sie tun? Sie wusste wohl, dass sie niemals in der Lage sein würde, diese Menge Flachs zu verspinnen. Aber sie liebte doch den Prinzen so sehr und nun würde sie ihn verlieren. Weinend hockte sich die hübsche Königstochter in eine Ecke des Zimmers und schlug die Hände vor ihr Gesicht. Da öffnete sich leise, ja ganz leise, die Tür und ein altes Mütterchen kam herein. Es war klein gewachsen, hatte aber ungeheuer große Füße und setzte jeden in Erstaunen, der es sah. Freundlich grüßte das alte Mütterchen. Gottes Frieden! Die Prinzessin schreckte aus ihren traurigen Gedanken auf, sah das alte Weib und dankte freundlich. Gottes Frieden mit euch! Die Alte fragte. Warum weint die schöne Jungfrau so bitterlich? Hat sie denn so großen Kummer? Da nickte die Prinzessin und antwortete. Ich bin traurig, weil ich von der Königin den Auftrag bekommen habe, dieses Zimmer voller Flachs bis zum frühen Morgen zu verspinnen. Das aber schaffe ich nie. Und wenn ich es nicht schaffe, dann verliere ich den jungen Prinzen, den ich von Herzen liebe und der mich ebenso liebt. Wenn weiter nichts ist, schöne Jungfrau, dann kann ich euch helfen, sagte da die Alte. Ihr müsst mir aber eine Bitte erfüllen, die ich jetzt nennen will. Als die Prinzessin diese Worte vernahm, verlöschten ihre Tränen und sie fragte nach dem Wunsch der Alten.
Mein Name ist Storvater Mohr, die Mutter mit den großen Füßen. Und meine Bitte ist die, lasst mich Gast bei eurer Hochzeit sein. Ich bin auf keiner Hochzeit gewesen, seit eure Schwiegermutter die Königin Braut war. Nur zu gern gab die Prinzessin dem hilfsbereiten alten Mütterchen das Versprechen. Oh, ich danke euch, sagte die Alte. Ihr könnt euch jetzt zur Ruhe legen. Ich werde für euch spinnen, dass es eine Freude sein wird. Die Prinzessin legte sich müde vom Kummer und vom Weinen hin und schlief sofort ein. Früh am Morgen, die ersten Sonnenstrahlen drangen durch das Fenster, wurde sie geweckt. Das alte Mütterchen stand vor ihr und überreichte ihr ein großes Bündel Garn. Das war weiß wie Schnee und fein wie ein Spinnengewebe. Die Alte sagte, »Ein solch schönes Garn habe ich nicht mehr gesponnen seit jenem Tag, da eure Schwiegermutter zur Hochzeit ausgestattet wurde. Das ist schon lange her.« Sie überließ der Königstochter das Garn und verschwand. Das Herz der jungen Prinzessin schlug vor Freude und glücklich schlief die Jungfrau nochmals für kurze Zeit ein. Sie wurde erst wieder wach, als sich die Tür öffnete und die Königin hereintrat. Sie fragte, ob der Flachs fertig gesponnen sei. Die Prinzessin bejahte es und reichte ihr das Garn. Damit musste sich die alte Königin zufrieden geben. Sie tat es mit einem Gesicht, dem man ansah, wie sehr sie sich darüber ärgerte, dass die Prinzessin ihre Aufgabe gelöst hatte. Im Laufe des Tages verkündete die Königin, dass sie die Prinzessin auf eine andere Probe stellen wolle. Diesmal sollte die Prinzessin das Garn bis zum nächsten Morgengrauen verwebt haben. Man schaffte einen Webstuhl und andere Gerätschaften ins Frauengemach und ließ dann die Jungfrau wieder allein. »Wenn ihr meinen Sohn heiraten wollt, dann müsst ihr das Gewebe vor Sonnenaufgang fertiggestellt haben«, sagte die Königin als letzte Worte, ehe sie die Tür hinter sich schloss. Wieder stand die junge Königstochter weinend allein im Zimmer und wusste nicht aus noch ein. Nie im Leben konnte sie diese schwere zweite Aufgabe lösen. Sie hockte sich in die Ecke und schlug wieder kummervoll die Hände vor ihr Gesicht. Da öffnete sich leise, ja ganz leise die Tür und ein altes Mütterchen kam herein. Es war von Gestalt und Gebärden recht seltsam. Am auffälligsten waren die breiten Hüften des Mütterchens, das der weinenden Jungfrau einen freundlichen Gruß entbot. »Gottes Frieden!« »Gottes Frieden mit euch«, sagte die Königstochter, ebenso freundlich. Auch dieses Mütterchen fragte nach dem Kummer der Jungfrau, und die Prinzessin berichtete, was man ihr angetan hatte. »Die Königin hat mir befohlen, dieses Garn zu verweben. Wenn ich es aber bis zum frühen Morgen nicht schaffe, dann verliere ich den jungen Prinzen, den ich von Herzen liebe und der mich ebenso liebt.« »Wenn weiter nichts ist, schöne Jungfrau, dann kann ich euch helfen«, sagte da die Alte. »Ihr müsst mir aber eine Bitte erfüllen, die ich jetzt nennen will.« Als die Prinzessin wieder diese Worte vernahm, verlöschten ihre Tränen und sie fragte nach dem Wunsch der Alten. »Mein Name ist Storgumpa Mohr,
die Mutter mit den breiten Hüften. Und meine Bitte ist die, lasst mich bei eurer Hochzeit sein. Ich bin auf keiner Hochzeit gewesen, seit eure Schwiegermutter die Königin Braut war. Die Prinzessin gab das Versprechen ab. Ich danke euch, sagte die Alte. Ihr könnt euch jetzt zur Ruhe legen. Ich werde euch ein Gewebe erstellen, dass es eine Freude sein wird. Nur zu gern folgte die Jungfrau dem Rat der Alten und war bald darauf eingeschlafen. Als das erste Licht des neuen Tages durch das Fenster drang, wurde die Prinzessin wach. Die Alte stand vor ihr und überreichte ihr das fertige Gewebe. Es war weiß wie Schnee und weich wie ein feines Fell. Die Alte sagte, »Solch ein schönes Gewebe habe ich nicht mehr gesponnen seit jenem Tage, da eure Schwiegermutter zur Hochzeit ausgestattet wurde. Das ist schon so lange her.« Sie überließ der Jungfrau das Gewebe und verschwand. Glücklich schlief die Königstochter nochmals ein und wurde erst wach, als die alte Königin ins Zimmer trat. Sie fragte, ob die Prinzessin fleißig gewebt habe und das Gewebe fertig sei. Die Prinzessin bejahte es und reichte der Königin das Gewebe. Damit musste sich die alte Königin zufrieden geben, denn ein besseres und schöneres Gewebe hatte sie seit ihrer Hochzeit nicht mehr gesehen. Sie tat es aber mit einem Gesicht, dem man ansah, wie sehr sie sich darüber ärgerte. Dass die Prinzessin auch diese zweite Aufgabe so hervorragend gelöst hatte. Nun dachte die Königstochter, die Zeit der Proben sei vorbei. Aber sie täuschte sich. Die Königin war anderer Meinung. Sie gab der Prinzessin das Gewebe zurück und befahl, dass diese daraus Hemden für ihren Bräutigam nähen sollte. Die Hemden aber sollten fertig sein, ehe die Sonne aufging. Wenn sie bis dahin nicht fertiggestellt waren, so sollte die Jungfrau jede Hoffnung auf den Prinzen als Gemahl aufgeben. Von neuem erfüllte Kummer das Herz der jungen Prinzessin, denn sie wusste, dass sie diese dritte Aufgabe auf keinen Fall ohne fremde Hilfe lösen konnte. Da öffnete sich leise, ja ganz leise, die Tür. Und ein altes kleines Mütterchen trat herein. Es war in Gestalt und Gebärden den beiden anderen sehr ähnlich. Am auffälligsten war sein großer Daumen. Gottes Frieden, grüßte das Mütterchen. Gottes Frieden mit euch, antwortete die Prinzessin freundlich und war froh über den Besuch. »Warum ist die schöne Jungfrau so traurig?« fragte das Mütterchen, und die Jungfrau berichtete ihm von der neuen, schweren Aufgabe, die ihr die Königin gestellt hatte. »Aus dieser Leinewand soll ich dem Königssohn Hemden nähen. Wenn ich es aber bis zum frühen Morgen nicht schaffe, dann verliere ich den jungen Prinzen, den ich von Herzen liebe«, und der mich ebenso liebt. Wenn weiter nichts ist, schöne Jungfrau, dann kann ich euch helfen, sagte da die Alte. Ihr müsst mir aber eine Bitte erfüllen, die ich jetzt nennen will. Zwar konnte sich die Prinzessin denken, was die Alte sagen würde, aber sie fragte dennoch nach ihrem Wunsch.
mein Name ist Stortumamur, die Mutter mit dem großen Daumen. Meine Bitte ist die, lass mich an eurer Hochzeit teilnehmen. Ich bin auf keiner Hochzeit gewesen, seit eure Schwiegermutter, die Königin, Braut war. Die Königstochter willigte gern ein. Ich danke euch, sagte die Alte. Ihr könnt euch jetzt zur Ruhe legen. Ich werde euch Hemden nähen, dass es eine Freude sein wird. Da schloss die Königstochter glücklich die Augen und war im Nu eingeschlafen. Als sich das erste Tageslicht am Fenster zeigte, wachte die Jungfrau auf. Die Alte stand vor ihr und wies mit ihrem großen Daumen auf den Tisch. Dort lagen einige wunderschöne Hemden. Sie waren mit großer Kunst genäht und bestickt. Solch schöne Hemden habe ich nicht mehr genäht, seit jenem Tage, da eure Schwiegermutter zur Hochzeit ausgestattet wurde. Oh, das ist schon so lange her. So sprach die Alte und verschwand so leise, wie sie gekommen war. Gleich darauf erschien die Königin und fragte, ob die Hemden fertig seien. Die Prinzessin bejahte und wies auf den Tisch. Als die Königin die schön genähten und bestickten Hemden sah, da rief sie voller Zorn: »Du hast deine drei Aufgaben gelöst. Wie du das geschafft hast, kann ich mir nicht erklären. Der Prinz ist nun dein. Nimm ihn dir!« Damit verließ sie bitterböse das Zimmer und warf die Tür mit lautem Krach hinter sich zu. Endlich konnte nun der Prinz seine Prinzessin heiraten. Eine große Hochzeit wurde gerichtet. Sie fand in aller Lust und Pracht statt. Die Prinzessin hatte allerdings ein wenig Angst davor, dass die drei alten Mütterchen erscheinen würden. Aber so sehr sie sich umsah, sie konnte die seltsamen kleinen und alten Weiblein nirgendwo entdecken. Erst als alle Gäste zu Tisch gingen, gewahrte die Königstochter die drei Großmütterchen. Sie saßen in einer Ecke des Hochzeitssaales allein an einem Tisch und ließen sich Speis und Trank gut munden. Auch der alte König entdeckte die seltsamen Gäste. Als ihm die junge Braut zuflüsterte, sie habe die seltsamen Weiblein eingeladen, nickte er nur zustimmend mit dem Kopf. Denn er liebte seine Schwiegertochter wie seinen eigenen Sohn. Aber neugierig war er doch, und so fragte er sie, wie sie zu ihren seltsamen Gebrechen gekommen seien. Da antwortete die Erste: »Mein Name ist Stofotamur. Ich habe so große Füße, weil ich in meinem Leben so viel gesponnen habe.« Da antwortete die Zweite: »Mein Name ist Storgumbamur. Ich habe so breite Hüften, weil ich mein Leben lang so viel gewebt habe.« Da antwortete die Dritte: »Mein Name ist Stortumamur. Ich habe einen solchen großen und dicken Daumen, weil ich in meinem Leben so viel nähen musste.« Da sagte der alte König: »Wenn vom Spinnrad treten die Füße so groß werden und das Weben so breite Hüften macht, wenn das viele Nähen solch hässlichen dicken Daumen schafft, dann soll meine Schwiegertochter nie wieder mehr spinnen, weben und nähen, als nötig ist.« Nach dem Hochzeitsessen verschwanden die Großmütterchen und niemand sah, wohin sie gingen. Sie ließen auch nie wieder etwas von sich hören.
Aber ohne ihre Hilfe hätten die Prinzessin und der Prinz nie heiraten können. Daran dachte das junge Paar noch oft und regierte später milde und weise und lange nicht mehr so streng wie die alte Königin.